Ein neues Video. Umzug. Nächster Schritt. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mit meinem Büro umziehen. Es ist soweit. Ich habe mit dem Umzug jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen gewartet, denn die Buchhaltung ist jetzt noch für den vergangenen Monat fertig gemacht worden. Und jetzt habe ich ein bisschen Puffer. Jetzt kann ich alles einpacken und mitholen. Bin mal gespannt, wie lange es dauert. Hier diesen ganzen Anhänger hier, den habe ich für 170, also nicht den Anhänger, die Boxen habe ich für 170 Euro gekauft. Die werde ich benutzen, wenn ich mit der Werkstatt umziehe und will dann anschließend, wenn ich in der neuen Werkstatt bin, daraus ein großes Regal bauen, einfach um so klobige Sachen vielleicht ein bisschen zu unterteilen. Die müssen jetzt aber erst alle raus, damit ich da meine ganzen Müll reinschmeißen kann. Das sind die ganzen Kisten, die waren im Anhänger. Die werden mir helfen, hier diesen ganzen Krams zu sortieren, wenn ich umziehe. Damit man hier diesen Anhänger quasi offen benutzen kann, muss man hier diese Strebe rausholen. Der Anhänger sieht nicht so aus, aber der ist aus den 70er Jahren. Ich habe den mal mit meinem Vater, also wir haben den zusammen neu gemacht. Super cooler Anhänger, ist schön groß, ist auch tatsächlich nur ein 700 Kilo Anhänger. Und der Vorteil ist einfach, hier diese Stützen sind drauf, dass man da eine Plane drüber ziehen kann. Und dann kann man da eben Sachen reinmachen, die nicht nass werden dürfen und die werden dann noch nicht nass, weil diese Plane dann alles schön schützt. Das ist schön. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich überhaupt alles mitnehmen werde. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Also es sind viele, viele vergangene Projekte. Die Bank, der Hocker, die Lampe, das Wandregal werde ich mitholen. Ja, hier dieses Regal werde ich mitholen. Die Vase, PC, Lautsprecher, also alles, was hier auf dem PC steht, die Xbox, die wird eh nicht benutzt, die kommt aber auch wahrscheinlich mit. Die beiden Drucker, dann hier der Rollcontainer, das ist ein bisschen was für die Buchhaltung, das haben wir hier noch. Ja, also alles, was hier in diesem Ecken steht, das ist mit am wichtigsten. Mein Packtisch kommt auch mit, ich verpacke ja nichts mehr, aber das Ding ist super cool, wenn man Buchhaltung macht, da kann man das sich als größeren Tisch dazu holen. Ja, genau, und natürlich hier meine Bücher. Die sind super wichtig, die kommen mit. Und der Nachtschrank, falls ich es noch nicht gesagt habe. Also wie gesagt, die Bücher, die sind mir fast am wichtigsten, weil ich durch die schon so unglaublich viel gelernt habe. Ich habe übrigens hier meine ganzen Bücher auf meiner Webseite verlinkt, damit ihr seht, was ich lese. Man kann ja davon halten, was man will, aber ich will euch dieses eine Buch eigentlich nur zeigen. Ei, jetzt hast du dich aber gleich aus. Wahrscheinlich schon 3 Monate hin, oder? Naja, ich finde es gerade nicht, das Buch. Auf jeden Fall kann ich euch das ans Herzen legen, wenn ihr euch irgendwie Gedanken darüber macht, ob ihr euren Job kündigen möchtet und was Eigenes machen möchtet. Das Buch heißt Rich Dad Poor Dad. Wahrlich. Ist nicht schlecht. Hat mich dazu damals, also wegen dem Buch, habe ich damals auch meine Kündigung abgegeben. Genau, also falls ihr auch irgendwie in so einer Lebenssituation steckt, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Das Coole an diesen selbstgebauten Möbeln ist, ich habe sie damals schon weiser Voraussicht so aufgehangen, dass man sie auch leicht wieder runterbekommt. Einfach toll. Zack, zack, zack. Also mit so einem Mac umziehen ist einfach entspannt. Ah, stimmt. Da war dieses Arschlochkabel. Ein Tag später. Ich habe gestern nicht mehr so viel gefilmt, weil ich irgendwie ein bisschen genervt war. Weil ich mag das nicht so, wenn ich morgens meine Morgenroutine nicht so wirklich machen kann. Deswegen hatte ich gestern einfach nicht mehr so die Laune zum Filmen. Ich werde erstmal zeigen, was ich hier alles als gemacht habe. Wie gesagt, das Wichtigste steht schon mal so im Grunde. Der PC und die Musik und hier die Drucker, die schließe ich gleich noch alle an. Das heißt, aber am PC kann ich quasi schon wieder arbeiten. Jetzt kommt hier noch dieser ganze Gerümpel, den muss ich jetzt noch ein bisschen aufräumen. Das hier wird gleich noch aufgehangen.
Dann ein bisschen Kabelmanagement da hinten und natürlich das hier muss auch noch alles weg. Für die Leute, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben, werde ich es nur noch mal kurz hier an dieser Stelle sagen. Ich ziehe ja von zu Hause aus. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mein Büro und so das alles managen kann, dass ich halt einfach quasi nur wieder richtig erreichbar bin, auch per Mail und alles. Das bedeutet, ich ziehe mit meinem Büro aus, ich ziehe auch so aus der normalen Wohnung, aus meinem Kinderzimmer aus, aber ich ziehe auch mit meiner Werkstatt aus und das ist jetzt eigentlich alles zusammen, weil ich habe mir einfach gedacht, hey, nur so ausziehen ist zu langweilig, ich muss noch mit der Werkstatt ausziehen. Genau. Ist nicht immer alles so einfach. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Kabelmanagement. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das hier sehr organisiert aussieht, denn ich raste wirklich aus, wenn es nicht aufgeräumt ist. Und wie gesagt, der Mac ist fest. Und ich werde den Schreibtisch jetzt erstmal hochfahren. Das ist übrigens auch ein eigenes Video gewesen auf meinem Kanal. Und genau, da muss man halt natürlich dran denken, dass hier die Kabel ein bisschen Puffer haben. Die werden alle noch zusammengeschnürt, damit man da nichts abreißt, wenn man den da hochfährt. Jetzt sind die Drucker dran. Da sind DIN A4 Drucker, DIN A5 Drucker, ein Label Drucker und hier hinten steht noch meine externe Festplatte. Genau, die bekommt Dauerstrom und die hier werde ich dann, wenn ich sie nicht benutze, werde ich dann auch ausschalten. Für die Leute, die es interessiert, ich werde hier einen Mehrfachstecker in einen Mehrfachstecker stecken. Ich weiß, das soll man nicht tun, aber ich habe erstmal ausgerechnet, wie viel da an der Steckdose dranhängt. Und da habe ich hier an dieser immer noch ein bisschen Puffer nach oben, das heißt, ich bin da nicht drüber. Und es geht mir auch eigentlich nur darum, dass ich nicht immer den einen Stecker rausmachen muss und den anderen wieder reinmachen muss. Und falls der Drucker irgendwie laufen sollte, wenn ich nicht da bin, könnte ja ein Schmelbrand entstehen. Das habe ich mir ein bisschen im Netz durchgelesen. Und aus dem Grund wird das halt auch immer abgeschaltet. Aber wie gesagt, das sind drei Drucker und normalerweise läuft maximal einer. Und die gehen ja auch normalerweise nicht von alleine an. Das Büro ist einigermaßen eingerichtet. Wir machen mal eine ganz kurze Tour. Also hier wohl der wichtigste Platz, mein Schreibtisch. Wie gesagt, der ist höhenverstellbar. Und hier links daneben haben wir dann auch schon direkt meine kleinen Druckerecken. Hier hinten dran sehen wir noch ein bisschen das Kabelmanagement. Das, was jetzt hier auf dem Boden liegt, das wird noch hochgebunden, so wie es da oben jetzt derzeit ist. Nur ich warte auf noch solche speziellen Kabelverbinder. Und genau, dann muss ich mir gleich noch ein Verlängerungskabel als USB 3.0 kaufen. Backup-Festplatte. Eine externe Festplatte für den Marius, Schredder für die Rechnung und genau, hier haben wir ein paar Bücher. Ein bisschen grün im Büro, weil das hier ist so die Sichtseite, die ich direkt von meinem Stuhl aus habe und da will ich relativ viele Pflanzen noch hier drin haben. Mein Sortierschrank, mega cool. Also ich habe jetzt einfach alles gut sortiert, einfach so ein paar verschiedene Kabel und hier unten noch. Einfach so ein bisschen Papier, super cool, man hat halt alles schön als Draufsicht. Das hier kommt nochmal weg, wie gesagt, den Karton, den stelle ich bei mir wieder in mein altes Kinderzimmer. Hier ein bisschen was für die Buchhaltung, wird auch noch ein bisschen besser gemacht, das soll auch noch aus Holz gemacht werden. Meine Kristalllampe ist derzeit noch nicht eingeschaltet oder angeklemmt, das muss ich auch noch machen. Aber ansonsten ist es noch ganz cool, dass hier diese Ecken quasi über ein eigenes Licht verfügt. Dann kann ich hier immer lesen, auch wenn es im Winter ein bisschen dunkler wird, da habe ich immer perfektes Leselicht und ich benutze meinen Stuhl beim Lesen dann schön. Das soll es für den heutigen Vlog gewesen sein. Mal wirklich so, wie es hinter den Kulissen abgeht. Und genau das hier gibt es jetzt auch bald mit der Werkstatt, wenn ich mit der Werkstatt in die neue Halle einziehen werde. Das wird es natürlich dann auch als Film geben. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.